So, dann einmal aufstehen. Habe ich nicht gerade die Tür? Doch, die Tür ist offen. So. Hello? München passt. Ach ja, sorry. Nürnberg passt. Passt. Jo. Potsdam, warum nimmt ihr denn den Blitzbus bis Potsdam? Da nimmt man doch einfach die S-Bahn. Bisschen teuer, oder? Oder kommt der vielleicht von irgendeinem anderen Bus, sodass er dann einfach den weiternimmt? Dann wird es vielleicht Sinn ergeben, aber sonst. Ein paar Meter bis Potsdam. Jo. 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 Fahren viel nach München, ne? Sehr schön. Durch die Nacht hier durch. Kann man im Bus schlafen. So, Dresden. Ja, Dresden fahre ich auch noch an. Als der erste nach Dresden will, ne? Sonst irgendwie noch keiner nach Dresden, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht hundertprozentig. So, wir schauen mal eben, was die Pausen sagen. Potsdam, Halle. Nach Halle, zwischen Halle und Leipzig müssten wir eigentlich eine Pause machen. Wir machen mal ganz kurz hier nochmal Abfahrt. Dann könnte sich die Pause auch verschieben. Ja, vielleicht machen wir vor Halle auch schon Pause. Gucken wir mal, ob wir irgendwo auf der Bahn nochmal irgendwas haben. Zwischen Berlin und... Hier, guck mal, da ist noch ein Rastplatz. Da würde ich sagen, machen wir Pause. Und ein bisschen früher als gedacht, aber ich hoffe, dass das dann vom Plan trotzdem passt. So, dann feste Bremse lösen und auf geht's. Oh, ja, Fronttür. Fronttür wollte ich sagen. Einmal gucken, ob hinten zu ist. Ja, ne? Hatte ich zugemacht, sehr schön. Dann kann's losgehen. So, müssen wir eine lange Pause vielleicht nochmal machen? Normalerweise 21 Stunden durchfahren ist, glaube ich, nicht erlaubt für einen Busfahrer. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob wir da jetzt nochmal irgendwie, ob es eine längere Pause überhaupt gibt, dass er so eine lange Pause machen muss. Da vorne ist ein Supermarkt, Super Q, keine Ahnung. So. Der wird ja auch ein bisschen fürchten vor uns, ein bisschen nah aufgefahren, dem Kollegen. Jetzt geht's weiter und wahrscheinlich geht's gleich wieder auf die Bahn, oder? So wie ich das kenne, geht's gleich wieder auf die Bahn drauf. Und dann weiter Richtung Halle. Ja, Leipzig. Nächste, nee, erstmal jetzt Potsdam, dann Halle, dann Leipzig, Dresden, Nürnberg, München. Also ein paar... Ja, Entschuldigung. Wir sind ja noch in der Stadt hier. So. Also wahrscheinlich sind wir sogar wirklich ein bisschen länger unterwegs. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir das in einer... so in, keine Ahnung, 3-4 Folgen durchkriegen. Aber wenn ich jetzt überlege, wir sind eine Stunde 14 unterwegs und sind in Berlin. Und wollen noch bis München und fahren auch an mega vielen Orten vorbei. Also kann es wirklich sein, dass es noch ein bisschen länger dauert. Ah, so, los geht's. Weiter geht's, besser gesagt. Haben wir hier. Lassen wir den nochmal vor den Kollegen, der wird uns, glaube ich, nicht reinlassen. Oder lässt er uns rein? Lässt uns sogar rein. Oh, hätte ich nicht mit gerechnet. Haben wir eine Warnblinkanlage, um uns zu bedanken? Aber wir können ja... Machen wir den hier. Warte. Ah, ich wollte... Der schaltet den Blinker mal nicht ein. Ich wollte mich jetzt eigentlich bedanken. Das hat aber nicht so ganz funktioniert, weil er den Blinker immer zu spät einschaltet. Wo ist eigentlich die Warnblinkanlage? G oder so? Nee. J. Nicht, dass ich gleich hier irgendwie was kaputt mache. Aber wo ist diese Warnblinkanlage? MN. Ich weiß nicht, was N ist, was ich jetzt gerade gedrückt habe. Keine Ahnung.
Falls irgendwer gleich meckert, dass das WLAN aus ist, wissen wir, woran es liegt. So, jetzt geht's hier nochmal runter, Richtung Potsdam. Wie gesagt, ist nicht mehr so weit. Mit der 19 Kilometer Linie, also relativ nah beieinander. Dann müssen wir da denken, auf der Autobahn Pause zu machen. Dann haben wir nämlich eine höhere Punktzahl durch die Qualität der Pause. Und müssen dann nicht irgendwie, müssen die Leute hier nicht irgendwo an der Autobahn, irgendwo an der Straßenrand Pause machen, sondern können wir vernünftig auf dem Rastplatz das machen. Aber es gibt halt in dem Spiel deutlich so wenig Rastplätze, um immer auf dem Rastplatz Pause zu machen. So. Dann sind wir schon 7 Ingame-Stunden gleich unterwegs. Und fast anderthalb Stunden in RL. Boah, nicht ganz. 1 Stunde 20. Oh ne, doch. So, du fährst so schnell. Muss immer auf die 50 runterbremsen. So, lustiges Ratespiel können wir nicht machen. Vielleicht hier links. Was steht da? Ah, genau davor. Sehr schön. Gucken wir auf 2. Ja, wir sehen es leider nicht. Schade, alle Nummernschilder verdeckt. Sozusagen könnte man das lustige Nummernschild raten machen. Das sehe ich nicht da über den Spiegel. Ist nicht hoch genug aufgelöst. Schade. Nächstes Mal wieder. Wenn wir irgendwo stehen, können wir wieder gucken, was das für eine Stadt ist. Jetzt könnte man noch gelbes Auto machen, aber ich kann euch ja gerade schlecht schlagen. Also, falls es jemand kennt, immer wenn ein gelbes Auto langfährt, muss man den anderen hauen. Aber ich glaube, es gibt ja auch nur Taxis. Und das ist ja auch, ist zwar gelb, aber ist auch nicht so richtig gelb. Also Postgelb ist eher gemeint. So richtiges Zitronengelb. Ist so ein hellgelb, komisches Ding. Ich hoffe, wir fahren richtig rum an die Haltestelle ran. Aber ich glaube schon. Hier müssen wir auch darauf achten, dass niemand kommt. Aber wir können auf die zweite Spur gehen. So, genau. Dann müssten wir nur uns wahrscheinlich wieder, ja, wieder rechts einordnen. Das habe ich wieder zu spät gesehen hier. Blockiere ich wieder die Abbiegerspur hier. Oh, jetzt mache ich mir wieder Freunde hier. Komm. Machen wir uns mal Freunde. Mogeln wir uns einfach hier rein. In Realität hätte mich der LKW-Fahrer sowas von ausgehupt hier. Sowas von ausgehupt. So. R-U-R-Ü-G. Dürfte ja wohl Rügen sein, ne? Vor uns. Der kommt von der Insel. Da kommen wir auch her. Aus Rügen. Oder von Rügen, sagt man ja bei einer Insel. Also, ich glaube, von Rügen sagt man nur, wenn man da jetzt wirklich herkommt. Also. Von Rügen aus gefahren. OS ist Osnabrück rechts. Das weiß ich auch. Werde ich wahrscheinlich auch bald mal besuchen, die Stadt. So. Sag nicht, dass wir jetzt wieder falsch rumgefahren sind. Aber ich glaube ja. Ja. Ich habe ein Talent dafür. Ich dachte, dass wir das so rum ranfahren müssen. Naja, okay. Dann machen wir wieder Davanische Drehtechnik. Ja, Ready fahren, genau. Ja, Colin McRae Rally spiele ich. Oh, das würde ich mal wieder gerne spielen. Das alte Colin McRae Rally. Ich hatte mal eins der Teile. Wenn ich das irgendwie da zum Laufen irgendwie wiederfinden würde oder so, finde ich cool. So, gut. Türen auf. Es wird jetzt langsam echt dunkel, also in Realität ist es die ganze Zeit dunkel, aber hier im Spiel, Potsdam, Nürnberg, perfekt. Halle, ja, sehr gut. Wo geht's hier hin? Potsdam, perfekt. Oh. Ja, ja, habe ich schon wieder vergessen. Halle passt. Leipzig passt. Nürnberg passt. Dresden passt. Mainz, sorry, da fahre ich nicht hin. München passt. Leipzig passt. München. Jo. Okay. Du warst falsch. So. Ich gehöre zu.
Und dann einmal noch mal ganz kurz warten, bis wir eigentlich Abfahrt hätten. Aber ich glaube, so weit müssten wir nicht warten, weil wir jetzt von Berlin aus ja wirklich so viel schneller gewesen sind. Obwohl, doch, ein bisschen schneller schon. Zwei. Und los geht's. Fahren wir sogar da hinten raus. Ach nee, wir fahren doch wieder raus. Ich dachte gerade, wir fahren anders raus, ob wir hergekommen sind, aber tun wir gar nicht. Sag mal! Schon mal von Vorfahrtsverkehr, Vorfahrtsschildern gehört, Kollege? Ich habe wohl eindeutig ein Vorfahrtsschild gehabt. Nochmal der Rügner. Ist das nicht der, den wir gerade schon mal gesehen haben? Ich hätte gesagt, fast er verfolgt uns, aber er fährt ja mal vor uns. Wir verfolgen ihn. Das könnte wir verfolgen ihn. Da ist irgendwie ein gegnerischer Spion drin. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Folgen Sie diesem Wagen. Der Taxi-Simulator. Da musste immer so jede Mission folgen Sie diesem Wagen. So für der Klassiker in Film. Das kann ich leider. Oder sag mal, fahr los. So, Pexa, okay. Was da immer Pexa ist. Jetzt nochmal rechts abbiegen. Also die Performance beim Aufnehmen ist echt unschön. Im Spiel ist die echt gut, aber beim Aufnehmen irgendwie... liegt aber, glaube ich, am Spiel. Nicht an meinem PC und so. Das würden andere Spiele da auch ganz anders mucken. So. Und da vorne SB. Sieberg. Nein, Sieberg ist eine Strecke, glaube ich, auf Train Simulator. Ich glaube, das war so eine ausgedachte. Nee, SB. Was könnte denn SB sein? Ich weiß es nicht. SB weiß ich wirklich nicht. Stuttgart. Nein. Ich weiß es nicht. Fällt mir. Ich überlege gerade die ganze Zeit fieberhaft, aber keine Ahnung. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. SB. Ich komme nicht drauf. Ziemlich matschig rechts, ne? Bisschen viel Regen gegeben. Sehr brauner Untergrund. Kein Gras, kein Nix wächst da drauf. Oder so ein Moor, so ein Moor-mäßig. Das könnte auch sein. So ein Moor. Torf. Torfboden. Der sieht, glaube ich, auch so aus. Können wir Torfstecher einstecken? War ja früher wirklich ein Beruf. Eher für Mittelalter. Torfabbau. So. Jetzt geht's wieder auf die Bahn. Welcher sind wir denn? Das ist ja eigentlich. A9? Könnte ich mir gut vorstellen. Und erstmal 115. Jetzt sind wir, glaube ich, schon mal erstmal auf dem Stadtring Berlin. Jetzt müsste es eigentlich gleich auf die A9 gehen. Wenn ich mich nicht irre. So, 10, 9, 8. Okay. Für eine Kombination. Ich vermute, dass wir dann gleich auf der 9 sind. Ein bisschen später. Ja, ich. Ja, es ist ja eine Autobahnzubringer. Da kann man auch, oder so eine Auffahrt, da kann man auch mal ein bisschen schneller fahren. So. Wo? 12 ist das, okay. Ah, ist jetzt schon ein bisschen Verkehr hier.
18 Uhr, bisschen Verkehr. Fangen ganz schön dicht auf hier in der Mitte. Und wir überholen einfach mal rechts, dreist wie wir sind. Oh, und abstandmäßig. Ich wollte mal ein bisschen mehr Abstand zum Vordermann halten hier. Und nicht hier mal so dicht auffahren. Hamburg-Rostock wollen wir nicht hin. Sondern nächste Abfahrt. Hier am Autobahnkreuz. 180 Kilometer noch bis Halle. Dran denken, an der nächsten Raststätte einmal Pause machen. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Sieht gut aus. Dürfen wir hier, um dann wieder auf die Bahn zu kommen. Leipzig, Halle, Saale, sehr schön. Mal links rüberziehen. Und dann geht's auf die Bahn. Oh, ich bin da wieder zu schnell. Ja, 70. Jaha. Hier wird schon nichts passieren, wenn man ein bisschen schneller ist. Sogar 60. Völlig schwachsinnig, wenn man auf der Bahn drauf fahren will, 60 zu fahren. Aber es wird ein bisschen eng hier. Ja, lässt mich auch nicht drauf, der freundliche Mensch. Aber ich glaube, der andere, deswegen konnte er nicht rüberfahren. So, jetzt nochmal durchbeschleunigen hier. Gegenfahrbahn soll schon wieder was sein, aber ich sehe da schon wieder nichts. Ich dachte wie bei ATS, dass da mal ein Unfall oder so ist, aber nein. So, jetzt nochmal ziehe ich hier einfach mal eiskalt dran vorbei. Weil ich es kann. Ja, ein bisschen nicht auf die andere Spur driften, das wäre ganz gut. Sondern schön hier auf meiner Spur bleiben. Ja. Jetzt schon? Ja, wie gesagt, der Rastplatz kommt ja bald. Denke ich. Aber wir können ja mal auf die Map gucken, nicht, dass wir dran vorbeigefahren sind. Ne, da hinten kommt er. Er ist wirklich nicht mehr weit, das ist gut. Dann passt es ja genau. Oh, was machen die denn da? Oh, Unfall rechts gesehen. Oh, ja. Da hätte man lieber vielleicht mal anhalten sollen. Aber gut, wir sind Busfahrer, wir halten nicht für Unfälle an. War schon ein ganz schöner heftiger Auffahrunfall. Ich glaube, wenn das eine Realität gewesen wäre, da wäre die Motorhaube ganz schön aufgebäumt gewesen. War noch ziemlich schnell. Aber es kommt davon, wenn man nicht drauf nach vorne achtet, auf den Vordermann. Wenn die Abstand nicht auf den Vordermann achtet, dann puff, wenn der von mal steht. Fährt er rein. Weil wirklich so vorne ist irgendwie der eine LKW den anderen aufgefahren. Und drei Autos. Ja, zwei Autos konnten pünktlich bremsen und der dritte zack voll reingefahren. So passiert das meistens. Das ist dann irgendwie die erste und zweite können noch bremsen oder der erste kann noch bremsen. Meistens reagiert er vielleicht noch oder der nächste reagiert dann auf einmal nicht mehr. So. Oder sieht es nicht oder so. Ja, jetzt ist wieder hier Meckerparade, ne? Jetzt sind sie wieder alle müde und sauer und ist halt so. Da alle maulen hier. Ja, wieso? Ich bin doch nicht so schnell unterwegs gewesen. Aber ich würde über einen Rastplatz rasen, ist vielleicht nicht so super. Wenn hier im Spiel, in normalerweise würden ja schon mal ein paar Leute hier rumstehen oder rumlaufen. So. Warte mal, was ich gerade mache. So. F9. Aussteigen, hintere Tür öffnen und dann gibt es mal Pause für alle. Einmal warten, bis die Pause vorbei ist. Ja, das könnte daran, dass der Motor ein bisschen aus war. Ich muss ihn erst auch wieder aufwärmen.
Einmal Fahrgäste durchzählen. Ach nee, wir müssen erst Fahrgäste durchzählen, bevor die Tür zu machen können. Ich erinnere mich. Auch schön. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du warst schon, ne? Ihr wart auch alle schon. Sehr schön. Hier auch. Hier auch, hier auch. Ja. Ja, hier. Lisa Hohle, Hanna Pfeiffer. Sydney Kraut. Kein schlechter Name. Berat Lersch. Jaha. Ich muss erstmal alle durchzählen. Sonst passiert hier gar nichts. 41. Habe ich noch irgendjemanden übersehen? Du warst. Ich laufe jetzt hier nicht über einen Platz und suche noch jemanden. So, 42 von 42. Haben wir kontrolliert. Wir haben gar nicht eingestellt, dass wir von Berlin und Potsdam losgefahren sind, ne? Auch doof. Normalerweise sollte man dann sagen, dass man losfährt. Naja, gut. Dann C. Tür zu. Neutrale Position. Und dann geht's auch los. Und jetzt sollte auch niemand mal motzen wegen der Klimaanlage. Ach, wir müssen den Gang wieder nach vorne stellen, ja. Und los. 1:33. Ja. Das dauert ganz schön, bis wir da sind. Haben wir nochmal eine Pause? Ja, ich glaube kurz hinter. Ich könnte mal nachschauen. Ja, zwischen. Das war ja unsere Pause, die wir jetzt mehr oder weniger gerade gemacht haben. Dann noch eine nach Dresden. Okay. Das ist gut. Auch ein bisschen ruhiger hier. 19 Uhr, kurz vor 19 Uhr. Glaube ich auch nicht mehr so viel Verkehr hier los. Aber so wirklich Stau gab es hier bisher noch gar nicht. Außer der eine Auffahrtunfall. Boah, da waren wir nicht im Stau drin. Ich glaube, da ist schon wieder nichts. Das ist schon wieder so Fake News hier. Diese Ausrufezeichen. Hinter ist dann doch mal irgendwie an einer Stelle was. So. Nee, sieht aber gut aus. Ist, glaube ich, sogar unsere Seite mit gemeint. Hier, durch die ganzen Lärmschutzwände. Warum sind hier eigentlich so viele Lärmschutzwände? Sind nur Holzbäume dahinter. Wegen den Tieren wahrscheinlich. Damit die Tiere nicht gestört werden. Tierschutz. Ist ja auch wichtig. Und damit sie nicht auf Autobahn rennen. Aber da wird wahrscheinlich auch ein Zaun reichen. Da müsste man nicht so eine riesige Lärmschutzwand hinbauen. Den werden wir gleich mal überholen vor uns. Glaube ich ein bisschen schneller als er. Der dürfte normalerweise hier nicht 100 fahren. Dessau Riesa. Okay, nee, da wollen wir nicht hin. Wir fahren jetzt weiter Richtung Halle. So. München, Leipzig, Halle. Sehr schön. München, wie gesagt, ist unser Endziel. Da brauchen wir mal noch so ein bisschen. So. Naja, was brauchen wir dann noch? Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt 1:35 für diese Strecke bisher gebraucht haben, wird München bestimmt mal auf 2,5 werden wir auf jeden Fall kommen, denke ich. 2,5 Stunden. Das wird auch eine der längeren Aufnahmen. Ich habe lange nicht mehr so lange aufgenommen. Ich glaube, mein Rekord von Aufnahmezeit liegt an einem Stück bei 4-5 Stunden. Ja, das müsste sein. Das war aber damals Endreal, glaube ich, sogar noch. Time in. Ha. Hab ich mal, aber da habe ich, glaube ich, sogar 4-5 Stunden aufgenommen, eine halbe Stunde Pause gemacht und nochmal 3-4 aufgenommen. Also das war wirklich ein Marathon.
Das ist dann auch, irgendwann hat man dann auch ein Pappmaul, wo man den ganze Zeit redet. Obwohl man da ja wenigstens ab und zu nochmal ein Gespräch hat und dann kann man sich zurückhalten, kann braucht nicht mehr viel sagen, wenn die irgendwie da lange reden, aber sonst. Hier muss man ja wirklich die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit reden, man kann doch mal den Mund halten, ein bisschen Landschaft genießen und so. Aber hier hat man keinen wirklichen Punkt, wo man dann, wo dann wer anderes was sagt, sozusagen. So, einmal wieder in der Mitte rüber. Kühne und Nagel. Hier rechts an der LKW. Kähne, ja. Kähne und Nickel. Ah, es ist aber genau das gemeint, was ich gesagt habe. Davon ist Fuchser, Nachfahre von Dachser. Hier nochmal LKW-Maut. Müssen Busse aber nicht zahlen. Finde ich ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, dass Busse auf Autobahn keine LKW-Maut zahlen müssen, weil sie genauso meiner Meinung nach die Autobahn stärker beanspruchen als ein LKW. Also genauso stark beanspruchen wie ein LKW. Naja, vielleicht sind aber trotzdem schwer, das wollte ich damit sagen. Und da die da kommerziell mit Geld verdienen und die Schiene zum Beispiel auch Schienenabgaben an den Staat auch zahlen muss, sozusagen, ist das schon ein bisschen unfair. Da würde ich doch ein bisschen schöner finden, wenn auch es eine Busmaut geben würde. PKW-Maut finde ich wiederum ein bisschen schwachsinnig. Oh, guck mal, ein Bus von Bournemouth. Was waren die denn hier? Auswärtsspiel. Ich habe ja so ein paar Busse installiert. Und da fuhr gerade jetzt mal einer von rum. War verschieden. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Maut für Busse auf Autobahn halte ich deswegen für sinnvoll, um da einfach so ein bisschen Chancengleichheit auch zu schaffen. Flixbus ist ja jetzt auch, hier, die hat ja den ersten Zug jetzt auch vor ein paar Wochen losgeschickt. Also sozusagen als Fernverkehrskonkurrent zur Deutschen Bahn. Mal gucken, wie das wird. Könnten wir auch mal versuchen, einen Transportführer darzustellen, aber da gibt es noch nicht Flixtrain. Ja, Dings könnte man machen als Paint-Dingsbums. Mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Als Skin, wollte ich sagen. Als Skin. Sozusagen. Repaint. Das Repaint für. Wir brauchen ja dann nur. Braucht jemand nur noch Taurus? Und ein paar Wagen. Ich weiß nicht genau, was für Wagen da genommen werden. Alte City-Wagen oder so wahrscheinlich. Deswegen, ob die alten Wagen auch von Locomotive, die noch genommen wurden, weil die haben ja irgendwie Flixtrain hat ja für Locomotive aufgekauft. Das war ja auch mal so ein Versuch, der Deutsche Bahnkonferenz zu machen. Mit. Weil Hermann über Crowdfunding finanziert. Ist dann ja leider nicht erfolgreich gewesen. Fährst zu schnell. Ja, ich 70, die habe ich nicht gesehen. Tatsächlich. Danke für den Hinweis. Aber die sind ein höflich. Haben sie nicht das Tempolimit gesehen? Weil dann, du fährst zu schnell, so meinst du Formel 1 oder was? Ist ein bisschen um sie hier. Da mal sind sie Michael Schumacher oder so. Gibt's hier, gibt's keinen. Wie hießen der über um sie? Ich spiele kein um sie, aber ich gucke es manchmal ganz gerne. Manfred, Manni, genau, Manni sozusagen. So einen Typen, der immer im Omsi am Maulen ist, der Manni. Gibt's hier, glaube ich, nicht. Hier gibt's nur die Ollen, die ganze Zeit am Maulen sind. So. Jetzt geht's ein bisschen Landstraße, ne? Fahren wir jetzt bis Halle Landstraße. Das würde mir. Ja gut, wir haben bis Halle, wir haben nur noch 21 Kilometer, also so weit ist es jetzt auch nicht mehr. Und wir sind mal wieder deutlich zu früh da, aber gut. Das ist, glaube ich, nicht das Riesenproblem. Können wir ja da noch ein bisschen warten in Halle. Cool wäre natürlich, wenn dann noch Passagiere zusteigen. Also wenn dann noch Passagiere so, wenn du dann gewartet hast und dann Passagiere vorher noch kommen. Und nicht alle direkt schon dastehen. Die sind ja alle schon gespawnt, die ganzen Passagiere, die zusteigen. Wenn du die sozusagen die Runde startest, die Tour.
Das ist ein bisschen doof. So. Willkommen in Halle. Halle sieht jetzt nicht in dem Spiel echt besonders realistisch aus. Ja, ich war mit 80 durch 50er Zone, das war wirklich ein bisschen gefährlich. Ja, das ist Führerschein weg. Das ist wirklich Führerschein weg. Innerorts durch eine 50er Zone mit 80, das ist normalerweise Führerschein weg. Wo will ich denn eigentlich schon wieder lang? Na, ja, das war aber auch eine. Das war jetzt. Du bist nicht in Amerika. Du darfst nicht bei einer roten Ampel rechts abbiegen, auch wenn sie rot ist und du angehalten hast. Ja. Aber auf jeden Fall wollte ich sagen, ja, Halle ist jetzt nicht so realistisch. Das ist normalerweise auch zweigeteilt, aber vielleicht wie bei uns so ein bisschen. Wir haben ja auch in Halle nicht eine zweigeteilte, zwei Bahnhofshallen in dem Sinne, wo zwei so Bahnhofsbereiche, wo die Züge anhalten. So, wenn jetzt man in der Mitte dann das Hauptgebäude, so wie es in Halle normalerweise ist, haben wir auf unserer Transport-FIFA Ostdeutschland-Karte ja auch nicht, weil wir es halt als Modell nicht haben. Deswegen haben wir da ja auch den Bahnhof Dresden-Neustadt nochmal genommen. Oh, guck mal, da fährt ein Zug. Güterzug? Ja, relativ kurz, aber cool. Ich wusste gerade, wie es Züge gibt. Doch, ich glaube, ich habe schon mal einen gesehen vorher. Okay, sag mal, ja, ist grün. Ja, sehr schön. Fahr einfach nicht los. Jetzt hupt er. Okay, gut. Warte, muss sein. Das wäre eigentlich auch ganz schön, wenn da jemand hupt von hinten. Weil in der Realität ist das ja manchmal auch. Wenn du nicht aufpasst, würde mir wahrscheinlich wirklich passieren, wenn ich dann irgendwelche Züge bewundere, dann vergesse ich loszufahren. So. Ja, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen. Ich nehme gerade ein bisschen wieder Bordsteine mit. Ah, es ist aber auch ein bisschen am Ruckeln gerade, also das ist gar nicht mehr so leicht ist zum Fahren. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Warum das jetzt so rumruckelt. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Naja. Ja, alles in Ordnung.